einfach, dass ihr auch ein bisschen taktisch spielen müsst. Das ist nicht so wie COD, wo du einfach deine Lobby suchst und dann Gebien alterst. Glück auf Schatzhausen Schacht, willkommen zu einem weiteren geschmeidigen Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute mal kein COD, sondern heute geht es mal um The Vision. Ich habe am Wochenende die Open Beta gespielt und ja, ich wollte einfach mal ein paar Sätze zu dem Game loswerden. Wundert euch nicht, im Hintergrund läuft zwar ein Gameplay, ist aber nicht die Qualität, die ihr gewohnt seid, weil das Ganze einfach aus dem Stream von mir aufgenommen ist. Wundert euch auch nicht, warum da noch eine zweite Facecam ist, ignoriert die einfach oder was auch immer. Ich hatte kein anderes Gameplay-Material, weil ich nicht wusste, ob ich das Ganze überhaupt zeigen werde, beziehungsweise ein Video dazu machen möchte. Und ja, nach der Beta habe ich mich dazu entschlossen, doch mal ein paar Sätze dazu zu sagen. Und ich würde sagen, wir reden auch gar nicht lange um den heißen Preis, sondern wir fangen einfach mal direkt an, was ich euch unbedingt mal mitteilen möchte. Und zwar, wir fangen mal wirklich ganz vorne an für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Division ist einfach, ich sag mal, ein Shooter-MMO, so ähnlich wie Destiny. Ihr habt halt zwei verschiedene Zonen, nenne ich das Ganze einfach mal, oder zwei verschiedene Gebiete, klingt wahrscheinlich besser. Einmal das ganz normale, wo ihr irgendwelche Aufträge bekommt, dann gegen Computergegner spielen müsst, vom Level her aufsteigt, neue Waffen und Equipment und so weiter bekommt und anlegen könnt. Und dann gibt es einmal die Dark Zone, das ist eine Open-PvP-Welt. Dort könnt ihr natürlich auch einfach nur NPCs farmen, macht aber, denke ich, auf Dauer nicht so den Spaß. Also ihr bekommt dann Loot, das könnt ihr an den, ja, sag ich mal, Helikopterplatz bringen, der holt das Ganze ab und dann habt ihr das später im Lager. Ihr könnt das Ganze aber auch anders spielen, indem ihr zum Beispiel in einer Gruppe seid oder auch alleine, ist eigentlich Wurst. Und zwar, ihr tötet dann andere reale Gegner, nenne ich es einfach mal, und sammelt dann deren Loot ein. Da müsst ihr euch nicht so rumquälen mit den NPCs und so weiter, ihr bekommt auch mehr Geld. Ihr müsst halt nur aufpassen, wenn ihr irgendwelche anderen Leute tötet, werdet ihr automatisch böse, sag ich einfach mal, und dann kann euch jeder auf der Map angreifen und natürlich auch wieder euer Loot zurückklauen und so weiter und so fort. Das seht ihr auch hier im Hintergrund, wenn ihr dann irgendwie, ich weiß nicht, 6 oder 7 Gegner getötet habt, bekommt ihr den Status Menschenjagd und ab dann, Leute, wird's richtig geil, weil dann habt ihr eine Zeit, ich weiß jetzt nicht, 4 oder 5 Minuten, die ihr müsst ihr überleben. Wenn ihr jedes Mal auf einen Gegner wieder schießt, bleibt die Zeit stehen, also die läuft nicht ab, und Ziel ist es natürlich, dass die Zeit abläuft. So, wenn ihr das geschafft habt, dann werdet ihr wieder neutral. Bis dahin ist es natürlich manchmal ein relativ langer Weg und manchmal auch richtig schwierig. Also ihr seht es dann hier, am Anfang lief es richtig gut. Wir haben dann auch zum Glück eine richtig gute Stellung gefunden. Das war so eine Unterführung, die finde ich auch richtig nice, die hat mir gut gefallen. Und wir hatten dann so zwei Seiten, die haben wir ein bisschen verteidigt und so weiter. Und ja, dann spielt ihr halt irgendwie mal auf einmal gegen 15 Leute, wo ihr euch irgendwie behaupten müsst. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ihr wirklich in einem Team zusammenspielt. Das ist halt, finde ich, bei Division das A und O. Also Leute, die hauptsächlich alleine spielen, werden wahrscheinlich dieses Spiel nicht so toll finden. Wenn ihr aber gerne in einer Gruppe spielt, ist dieses Spiel wirklich richtig nice. Weil ihr müsst euch wirklich auf eure Teamkameraden verlassen können. Jeder hat verschiedene Fähigkeiten, ob das jetzt ein spezieller Ping ist, ob das Heilen ist. Und alles wird definitiv auch gebraucht, weil wenn so eine Situation kommt, ihr seht auch später dann, glaube ich, nochmal, wo wir es halt nicht schaffen, weil wir dann halt einfach zu schwach waren. Da kamen dann halt wirklich zu viele oder zu viele gute Leute. Aber es hat trotzdem mega viel Spaß gemacht, einfach das Zocken mit anderen Leuten, wo du dich auch auf andere Leute verlassen musst. Das hat mir irgendwie bis jetzt so in jedem Spiel gefehlt, was ich bis jetzt gespielt habe. Und auch dieses Feeling, es war halt wirklich mal was ganz, ganz anderes. Einfach das Verstecken hinter Gegenstände, ob das Autos sind, ob das irgendwelche Kisten sind, Wände, wo ihr rumschauen könnt. Und auch einfach die Waffenhaltung, wie ihr das Ganze seht, war halt mal was ganz anderes. Am Anfang dachte ich mir so, oh Digga, was ist denn das? Aber es hat wirklich dann nach einer kurzen Zeit gut funktioniert und richtig viel Spaß gemacht. Ich habe das Ganze natürlich auf dem PC gespielt. Ich weiß nicht, wie es sich mit dem Controller steuern lässt. Aber mit Maus war das wirklich einfach ein richtig geiles Feeling. Und einfach, dass ihr auch ein bisschen taktisch spielen müsst. Das ist nicht so wie COD, wo du einfach deine Lobby suchst und dann Gebien, Alter. Sondern das ist einfach, ja, bisschen Taktik. Wo läufst du lang? Wo machst du wie? Was? Was könntest du jetzt machen? Wie könntest du vielleicht irgendwie aus der Situation rauskommen? Und so weiter. Oder auch einfach, wir haben dann Gegner weggecampt, also wir wussten, okay, da farmen welche, die holen irgendwas, haben dann an dem Helikopterplatz gewartet
und haben dann einfach die Leute abgefangen, die haben uns ja nicht gesehen und ich weiß nicht, das war einfach ein richtig geiles Gefühl, also es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht, da gibt es auch noch so viele Sachen, die ich wahrscheinlich gar nicht richtig ausprobiert habe, ich hatte ja auch nicht so viel Zeit, obwohl ich wirklich viel gespielt habe, hätte ich jetzt auch so am Anfang nie gedacht, aber dieses Spiel hat mich wirklich direkt irgendwie in den Bann gezogen und ich werde mir dieses Spiel auch definitiv kaufen, deshalb würde ich mich auf jeden Fall freuen, wie ich das am Anfang schon mal kurz erwähnt habe, dass ihr mir mal unten in die Kommentare schreibt, auf welche Konsole ihr das spielen werdet, wenn ihr euch das Game kauft. Ja, ansonsten, es kommt am 8. März und ich bin mega gehypt, so wie wenn ein COD rauskommt, weil COD irgendwie momentan, weiß ich nicht, das ist, keine Ahnung, gerade nicht mal ein Game. Ich spiele es zwar immer noch gern, aber mich kotzt es halt an, dass ich so Probleme mit der Con habe. Ich möchte es jetzt nicht einmal auf das Game schieben, weil sonst heißt es, ey Blacky, du hatest das Game und so weiter und so fort, sondern vielleicht liegt es auch irgendwie an meinem Internet. Bei der Konsole kommt ja eh nicht das an, was ich wirklich habe. Das ist beim PC halt anders gewesen, wie das in anderen Spielen ist, keine Ahnung. Aber darum soll es nicht gehen, sondern es soll jetzt wirklich mal um dieses Spiel gehen. Und ich denke, das sollte auch so einigermaßen jetzt klar gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch ein bisschen Gameplay-Material einfach hinten anhängen werde, vielleicht finde ich noch irgendwas, wo ich gerade keine Musik laufen habe und ansonsten soll es eigentlich erstmal gewesen sein, ihr könnt mir auch jeden Fall mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Game gezockt habt, was euch gefallen hat, wie ihr das Spiel so empfunden habt und ja, wie gesagt, wenn ihr es euch kauft, wo es euch kauft, das ist mir auch relativ wichtig, dass ich einfach mal sehe, wo spielt meine Community, wenn ich da mal irgendwie im Stream mit ein paar Leuten zusammenzocken will, ist es auch relativ nice. Und ja, mit diesen Worten will ich mich dann eigentlich bloß verabschieden. Ich würde sagen, so wie immer, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Almas. Pssch.